Das ist ja richtig mies. Schön am Level 16 Gewässer, aber mit einem Level 30 Köder. Ja, das ist natürlich richtig mies. Und dieses miese Feeling hat man natürlich häufiger hier am Koori, wenn man da sieht, super Fänge, fantastische Bisse, dicke, fette Trophys gefangen auf Goldköder. Und dann kann man die nicht mehr herstellen. Also diese Balsa-Minnows, die sind natürlich immer wieder in Action. Genauso mies ist ein Köder, der gerade wohl ganz gut funktioniert. Ich habe gerade ein bisschen getestet. Anfangs noch mit viel zu dickem Vorfach. Da war ich mit 27 Kilo unterwegs. Das ist auf jeden Fall zu viel. Und dann bin ich runtergegangen auf 19 Kilo, was immer noch ziemlich sicher ist vor so mittelschweren Hechten. Aber auch nicht hundertprozentig, ist ja klar. Ein bisschen Risiko schwimmt also mit. Und zack, sind aber auch schon direkt die besseren Bisse reingegangen. Ja, und jetzt schleppe ich hier gerade komplett auf 19 Kilo und bin eigentlich kurz davor, nochmal runter zu gehen. Also nochmal weiter runter, vielleicht auf 15 Kilo oder so 12 Kilo herum. Ist natürlich absolut, tja, absolutes Risiko, gerade weil die Köder zum einen nicht so ganz günstig sind, plus auch noch die guten Haken da drauf. Also das macht das Ganze natürlich richtig mies, wenn dann hier tatsächlich mal was runtergeht. Zusätzlich sollen ja hier auch schön die dicken Brocken reingehen. Also an für sich, wenn ich jetzt hier, na ich sag mal eher so den Seesaibling Koorski als Ziel habe, dann ist dem das ziemlich egal, wie das Vorfach aussieht. Der Fisch ist einfach nur selten und wenn er reinballert, dann ballert er auch rein. Und dem ist es wurscht, wie dick oder dünn dein Vorfach ist. Oder so relativ wurscht, nicht so völlig, aber dem ist das schon ziemlich egal wohl. Ja, und wenn man jetzt aber sowas wie eine Seewarnforelle haben will, dann fängt man deutlich leichter und besser die Seewarnforelle, wenn man eben feiner unterwegs ist. So, und hier ist ja gerade schon, ne, sofort der Wechsel von 27 Kilo, zack, auf 19 Kilo jetzt gerade, sofort schon mal die dickere Seewarn reingeballert und ja, ich würde auch gerne noch mehr Seewarn mitnehmen. Seewarnforelle einfach immer richtig, richtig sexy. Alles andere nehme ich natürlich auch mit. Ich nehme auch eine Seefroh mit, ist mir alles wurscht. Die können hier alle gerne reingehen. Das Setup ist für alles ausgelegt. In Gänze bin ich hier halt jetzt gerade komplett übertrieben dran. Und warum ist das nichts für dich, wenn du gerade unter Level 30 noch bist? Weil du diesen Köder, den ich gerade verwende, noch nicht kaufen kannst. Es gibt einfach keine Möglichkeit, es sei denn, du kaufst dir vorher den Zugang zur Tunguska. Kann man machen, Tunguska ist ein super Gewässer, auch zum Leveln richtig gut. Aber nur um sich dann einen Köder zu kaufen, ist es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Was man stattdessen machen kann, ist es natürlich, dass man andere Köder testet, andere Farben. Und was ich da immer wieder empfiehlt, so nochmal eben kurz hier in die Richtung gehen. So. Map, passt das? Ja, passt. Was ich da immer wieder empfiehlt, sind die Cranks. Dodger Crank, hier ist die Serie. Und zwar wollen wir jetzt hier exakt diese. Dodger Crank 10. Ich bin auch jetzt gerade mit einem 10er unterwegs. Das scheint größentechnisch genau die richtige Größe zu sein für einen Koori. Dodger Crank 10 in Orange hat ganz gut wohl zuletzt funktioniert. Ansonsten Blau immer mal wieder testen oder auch Gelb. Ich würde für den Anfang, glaube ich, diese drei hier nehmen und dann Stück für Stück einfach alle nachkaufen. Die sind auch nicht so wahnsinnig teuer. Die kann man sich Stück für Stück erarbeiten. Also die drei für den Start erstmal zum Testen und eben auch für unterschiedliche Temperaturen bzw. Wetterbedingungen hier am Koori, dass man das schon mal ein bisschen testet. So, was haben wir jetzt hier drauf? Gerade hier hinten reingeschossen, jawohl. Ja, hat ein bisschen Bock. Nochmal eine Seefo. Ja, Saiblinge waren auch gerade. Die waren allerdings eher da hinten in Richtung 12 Meter Loch, also hier eine 13 Meter Loch. Hier in der Area waren eher die Saiblinge. Und jetzt hier in dem Bereich, ich fahre jetzt gerade mal einfach ein bisschen ringsherum
Und hier sind jetzt gerade eher auch, ja, Seefuß und Seewarnforellen. Und ich hoffe hier natürlich auch noch ein bisschen auf was Seltenes. Ja, grundsätzlich kann man sagen, es ist relativ entspannt natürlich jetzt hier, wenn man mit so 19 Kilo unterwegs ist. Dann läuft das ganz gut. Jetzt schnell hier wieder in die Kurve. Also ich richte die Route immer schön mittig aus. Die Routenspitze geht jetzt ziemlich genau auf die Mitte vom Boot. Deswegen halte ich das immer so hin. Und dann sehe ich auch genau, wo ich lang fahre. So, und dann passt das so ungefähr. Vielleicht noch ein bisschen korrigieren, dass wir genau hier immer schön durch die Rinnen fahren. Also hier lang, dann hier rum, dann von hier aus die Spitze anpeilen, hier rüber brettern. Und da ist schon wieder was dran. Jawohl. Und das hat sogar ein bisschen Bock. Ja, so soll das. Wir gucken uns gleich natürlich nochmal das gesamte Setup an. Und auch den Köder im Detail, was das für ein Köder ist. Wie gesagt, es ist ein Köder von den Tunguska-Ködern, die es eben ausschließlich im Spezialshop an der Tunguska gibt. Also an der Tunguska im Hinterhof. Das heißt, man muss dafür eben... Eieiei, das ist ein Hecht, wa? Oha! Oha! Der hat ja richtig Bock, der ist ja richtig gesprungen. Das könnte schon knapp werden. 19 Kilo. Der hat ja richtig Bock. Wie cool, Alter. Schön zweimal richtig abgesprungen. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, trotz allem kann das eben knapp werden. Ich hoffe, dass das noch passt. Noch ist er nicht da. Oh. 8. 8, 16. Grob ist die Richtung. Grob ist die Richtung. Also Gewicht des Hechtes. Mal 2 beißt er durch. Das ist ein grober Richtwert. Es kann natürlich auch sein, dass es ein kleinerer Hecht ist, der durchbeißt, je nachdem, wie man gerade... Oh, sofort wieder Biss. Gerade ausgeworfen. Tipptopp. Je nachdem, wie man eben gerade auch dran zieht. Oder es ist einfach auch manchmal eine Glückssache oder eine Pechsache. Ne? Zack, auf einmal beißt dann auch mal ein kleinerer Hecht durch. Aber ein grober Richtwert, um da auf einigermaßen, ich sage mal so 80-prozentige Sicherheit zu gehen, ist das Gewicht des Hechtes mal 2. Der war jetzt hier gerade mit, sagen wir mal, 8 Kilo. Also 16 Kilo Vorfach hätte der höchstwahrscheinlich jetzt durchgebissen. Und jetzt auf 19 Kilo war ich dann doch ein bisschen sicherer mit. Aber es war für mich auch schon, ich habe auch schon damit gerechnet, dass er durchbeißt. Es war schon knapp. Also das ist durchaus möglich, dass die dann einfach durchknabbern, das Ding. Vor allem, wenn man dann auch noch hart reingeht. Ich habe auch jetzt gerade nicht die rechte Maustaste verwendet, sondern einfach nur gezogen, bis der Kescher nach vorne geht und dann ganz kurz nur rechte Maustaste. Ist, wie gesagt, immer ein Risiko. Also, so sieht das Ganze hier jetzt gerade aus. Es ist, glaube ich, irgendwo schon wieder ein Fisch dran. Ja, da vorne. Ziehen wir den nochmal eben raus. Also, die Morgenstunden auch hier scheinen gerade wieder gut zu laufen. So soll das, so kann das gehen. Und dann gucken wir uns gleich, wie gesagt, hier alles im Detail nochmal schön an, damit man das auch nachmachen kann. Die Größen sind echt gut. Also die Größen passen. Das schmeckt. So, jetzt nochmal eben kurz korrigieren. Ja, noch ein bisschen weiter rüber. Schön durch die Rinne fahren. Zack. Genau. So, halb einfach nur auswerfen. Das sind so 25, 30 Meter. Und dann absinken lassen. So, aber nu. Also 19 Kilo Vorfach. Das kann man auch verwenden mit der Karma Mächter und der HSV in Kombination. Auch da einfach mal gucken. Es gibt das Video Yamaset Start oder wie Angeln an der alten Festung fürs Hechtangeln. Hecht an der alten Festung. Also da gibt es immer wieder die Videos auch hier am Koori, also in der Playlist zum Koori, ist das Set immer wieder gerne beschrieben. Also das gerne nutzen. Wie gesagt, auch das kann man mit 19 Kilo verwenden. Tendenziell immer weiter runter hier gehen. Ne? Immer so um die 15 Kilo bis 9 Kilo nach unten sogar vom Fluorocarbon-Vorfach. Fluorocarbon verwenden ist auch wichtig. Schön transparent, denn wir haben hier super klares Wasser. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch mit dem klaren Wasser so hier auch schön transparente Vorfächer verwenden. So, vom Haken, beziehungsweise genau von dem Köder, das ist hier der Köder.
Die sehen alle relativ ähnlich aus, schön handbemalte, sehr, sehr, sehr nice. Die werden normal ausgeliefert mit 2-0er-Haken. Die waren mir aber für das Gewässer jetzt zu groß. Deswegen bin ich hier auf 1-0er-Haken reingegangen. Vielleicht sogar nochmal eine Nummer kleiner wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, 1-0 ist schon ganz okay, sollte ganz gut funktionieren. Und dann, wie gesagt, hier Tunguska Salmon T1 Crank 10002. Also der Zweier aus der 10er-Serie. Das ist der von den Cranks und der funktioniert tatsächlich ganz gut. Im Moment bin ich schon ganz zufrieden. Ja, die Nacht über war wieder Flaute. Da sieht man so einen kurzen Gap hier. Also die Nacht über ging da nicht wirklich was. Aber jetzt an dem Tag, in den Abendstunden und jetzt in den Morgenstunden scheint es auch direkt wieder loszugehen. Und es wurden auch schon ein paar schöne, seltene da drauf gefangen. Jetzt wäre natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit hier speziell für sowas wie die Seewaden das Vorfach noch mal weiter runter zu machen. Sagen wir mal so im Bereich von 15 Kilo, hier 35 cm lang. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, zack, auswerfen. Bremse machen wir erstmal nur auf 10. Hochstellen können wir sie immer noch. Machen wir das hier auch noch mal. Also noch mal deutlich feiner reingehen. Aber dann ist für mich auch tatsächlich hier bei diesen teuren Ködern schon das Limit erreicht. Denn mehr will ich tatsächlich nicht riskieren. Dafür gibt es hier einfach zu viele Hechte. Und es fehlt mir auch noch genug Erfahrung mit diesen Köder, wie sehr denn hier die Hechte triggern. Und wir haben ja schon den ersten Hecht, die ersten größeren Hechte auch schon hier gehabt. Deswegen muss man das ja nicht hervorrufen, dass hier der gute, teure Köder auch noch weggefressen wird. So, in die Richtung wird wieder gefahren. So bleibt das auf der Route hier, auf der aktiven. Die kann ich ja nicht mehr abstellen. Da lasse ich 19 Kilo, damit ich hier schneller rausziehen kann. Und dann eben hier auf den beiden anderen ruhig ein bisschen feiner und vorsichtiger reingehen. Ja, so viel dazu. Also, wenn du noch nicht Level 30 bist, ist das nichts für dich. Dann testest du einfach andere Köder. Spinner einfach probieren, Cranks probieren, Snatcher kann man probieren. Also es gibt eine riesengroße Auswahl. Einfach mal in die Playlist reingucken hier zum Koori. Und wenn du Bock hast, hier im High Level auch einfach mal ein bisschen was Seltenes zu fangen, dann Attacke, Vollgas ab zum Koori. Man kann auch mal am Koori angeln. Petri ihr Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.